liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Railway Empire 2. Wir sind aktuell dabei, Oklahoma City zu einer richtigen Stadt zu machen. Dafür müssen wir erstmal Fleisch, Holz und weitere Dinge liefern, Getreide. Und dann sehen wir mal weiter. So, als nächstes möchte ich, glaube ich, hier den Wartungsbedarf tatsächlich senken. Dann haben wir bald eine neue Lok. Schön. So, was haben wir noch für ein drittes Ziel? Genau, 375.000 Einwohner ans Netz anschließen. Da sind wir stetig am Wachsen, was ich sehr gut finde. Oh, Oklahoma wächst gerade so richtig. Schaut's bei dir aus. Ach, guck mal, die Strecke, die fängt auch an, sich wunderbar zu lohnen. Ach, Moment, ihr habt beide keine... ich habe hier vergessen, ein Wartungsdepot hinzusetzen. Das ist natürlich fatal. So, North Platte, da könnten wir doch mal Oklahoma anschließen. Das, ja doch, das finde ich eine gute Idee. Gehen wir hier so schön um den Berg herum. So, Moment, welche habe ich jetzt hier genommen? Ja, doch, richtig gedacht. Okay, das heißt, ich muss mich da anschließen. Ach, genau, falsch gedacht. Okay. Egal, haben wir halt im Zweifel noch eine Lücke, die wir irgendwie füllen können. Hiermit zum Beispiel. Wir belassen es erstmal bei einem Gleis. Kommt direkt jede Menge Fleisch, sehr schön. Hier kommt ein Wartungsdepot und eine Lagerhalle hin. Unsere inzwischen schon obligatorischen Gebäude, weil ich die ja immer baue. Also wenn ich Bahnhofsgebäude baue, weil das sind einfach die sinnvollsten. Die anderen, ja, ein bisschen mehr Geld für Post, ein bisschen mehr Einnahmen für Reisende, schön und gut, aber nichts ist so gut wie Fracht. Wenn man eine gezielt Panne. Den Warenstrom lenken kann. Du solltest deine Züge wirklich besser in Schuss halten. Ach, halt die Gosch. Eine Million Verluste ist doch gar nicht mal so viel. So, zack, zack, zack. Bier und Stoffe nehmen wir auch. Ja. Machen wir erstmal so. Da könnte ich hier auch noch mal eine Lagerhalle machen und entsprechend zack zack euch beide hier Salzstock. Na, Amarillo, gib mir das nötige Kleingeld und du produzierst auch noch gar nichts. Wie sieht's in Oklahoma aus? Da braucht es leider noch jede Menge Zeug und das haben wir aktuell nicht. Warum nicht? Holz haben wir hier. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt hier auch mal einen Bahnhof.
So, machen wir da einen. Schön, aber selten. So, die ist ein bisschen zuverlässiger. Nehmen wir mal Ette hier. Inserate, na toll. Fällt uns mal wieder das Geld. Könnten wir eben schnell ein eine Anleihe ausgeben. Ich wollte nur den Preis in die Höhe treiben. Nein, wolltest du nicht. Ja, das Problem ist, glaube ich... Warte mal, liefern wir hier kein Holz mehr? Kann das sein? Ja, theoretisch schon. Das Problem ist nur, dass wir hier eine Bretterfabrik haben für Bauholz. Und die verballert halt das ganze Holz, was ziemlich am Mist ist. Vielleicht müssen wir dich auch mal ein wenig erweitern. So, jetzt erstmal weniger Wartung, ganz wichtig. So, ich hoffe, das hilft ein wenig. Getreide für Oklahoma, aber immer noch kein. Kein Bauholz. Das ist schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Haben wir noch irgendwo. Ich überlege gerade. Warum von hier einfach mal eine Direktanbindung machen, dass wir. Ja, ich glaube, das möchte ich wirklich. Wobei, ich schau mal kurz, wie hier jetzt die Produktion inzwischen ist. Ja, doch, du hast mittlerweile genug. Och, ich bin ja wieder auf langsam gegangen, stimmt, wegen der Versteigerung. So, erst 5 Holz. Ob da ein zweites Gleis helfen würde, ich bin mir gerade unschlüssig. Ich ändere mal die Lok, weil die Inyo tatsächlich ein bisschen schneller ist. Du brauchst keine Wartung. Erzähl doch nicht, du brauchst keine Wartung. So. Die Anleihe können schon, na, noch nicht ganz, aber fast zurückzahlen. Warte mal, ich habe doch hier sowieso Getreide, was Richtung Oklahoma. Also was ich hier anschließen würde, perspektivisch. Könnte ich doch auch mal direkt sagen. Pass auf, Kollege. Wir machen das jetzt und bringen hier Getreide hin. Haben wir eine Sorge schon mal. Sind wir dann schon mal los und dann machen wir jetzt einfach hier.
glaube ich, grundsätzlich nicht verkehrt, wenn da genug Holz ankommt. Fördert auch natürlich die Einnahmen des Betriebes hier. Ja, guck, und schon sieht's getreidetechnisch super aus. Von North Texas geht leider noch nicht. So, guck, das geht auch in die richtige Richtung, wunderbar. Und wenn sich Oklahoma City entwickelt, dann denke ich, werden wir da auch alles andere Probleme mit dem Ziel haben. Na, guck, da können auch mal wieder ein bisschen Getreide. Schön. So, und in der Lagerhalle Getreide, Holz, auf jeden Fall, dass man das schon mal grundsätzlich als Umschlagplatz nehmen kann. Hatte ich die eine? Doch, die hatte ich schon zurückgezahlt. Nein, habe ich noch nicht, stimmt. Ich wollte sie noch zurückzahlen. Upsa, das war daneben geklickt. So, 210.000, wir werden die mal los. Anschlussprämie. 300.000 für etwas, was ich perspektivisch sowieso wahrscheinlich angeschlossen hätte. Ha, ist das ein guter Deal? Doch, das ist ein guter Deal. Das nehmen wir. Zack. Dann auf mit den Rindviechern nach Omaha. Könnten wir eigentlich auch mal hier kaufen, das Teil. Zack, Anschlussprämie. Ich möchte dafür eine Anleihe aufnehmen. Ich möchte dafür eine Anleihe nehmen. 5,2, das ist doch mal relativ günstig. Drei, zwei, eins, meins. Zu diesem Preis hätte ich es vielleicht auch genommen. Du alter Schwätzer. Das holen wir uns auch mal dazu. Wie schön! Du hast etwas ersteigert. Mhm. Und das ersteigern wir auch. Zu diesem Preis hätte ich es vielleicht auch genommen. Wunderbar, da sind wir jetzt fleißig dabei, Betriebe zu kaufen. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie meinen Fokus drauf richten will, aber praktisch ist es schon. Hier genauso. Guter Gott! Ich bezweifle, dass sich diese Investition gelohnt hat. Ja, siehst du schon, Kollege Turnschuh. So, Oklahoma City, wie schaut's aus? Holz fehlt noch. Da ist schon der nächste Zug unterwegs mit Holz. Wunderbar. Zu diesem Preis hätte gibt's eigentlich schon einen Abnehmer für Kohle? Ich glaube, Kohle ist nichts, was man grundsätzlich braucht. Nur wenn da die entsprechende Industrie ist. Ja, ihr habt keinen Bedarf. Dann haben wir denn schon irgendwo eine Stahlindustrie? Ja, hier. Und da bräuchten wir entsprechend Kohle. Mhm. Okay, okay, okay. Ich bin gespannt, wann diese Waffenlager endlich aktiv geschaltet werden. Wie bist du eigentlich mit Holz versorgt? Gar nicht, das ist schlecht.
Hm. Na gut, nehmen wir es erstmal so hin. Und schauen mal, wo wir doch ein bisschen drehen können, um unsere Einwohner zu versorgen. Hier zum Beispiel. Haben wir hier noch ein Gleis frei? Ja, hätten wir sogar. So, dann machen wir eine neue Zuglinie von... Nein. Nicht von Wichita, sondern von Wichita 2. Nach Topeka, damit wir da auch entsprechend Gemüse und Obst hinliefern können. Damit wir hier noch ein bisschen mehr Wachstum erzeugen. Ach, guck, nicht mal mehr 5000 brauchen wir. Sehr schön. So, wir brauchen noch eine Einheit Getreide. Und eine Zugladung feinsten Holzes. Die kommt da schon perfekt. Nein, da fehlt noch ein Stück. Das gibt's doch nicht. Kommst hier mit der Produktion nicht hinterher? Ja, doch eigentlich schon. Komisch. Brücken 5% günstiger, das ist fein. So, hier ist Ende Gelände. Na komm, wir senken mal das Verbrauchsmaterial. Was sagst du zu meinem Saboteur? Gutes Personal ist sein Geld wert, oder? Und sind das hier meine Bahnhöfe? Wo habe ich diese Bahnhöfe her? Seit wann habe ich die vor allem? Vor allem in Gebieten, wo ich gar nichts bauen kann. Habe ich die einfach mal gekauft? Nee, kann doch nicht sein. Okay, wahrscheinlich einfach Missionsbedingungen, irgendwas. So, ein Stückchen Holz. Ach, da ist die Sabotage. Bis zum 7. Juni. Das ist ja mies. Ihr Erfolg bislang ist etwas ganz Besonderes. Es scheint, als wären die Geschichten über sie nicht übertrieben gewesen. So, jetzt brauche ich nur noch diese eine Einheit Holz. Warum fährst du leer? Was ist denn mit dir? Ach, weil hier die letzte Einheit Holz kommt. Ah, sehr gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann können wir... Ach so, Holz haben wir da ja schon weiter aufgenommen. Sehr schön. Sehen Sie die hoffnungsvollen Gesichter unserer Passagiere? Sie vertrauen uns, sie in ihr neues Leben zu transportieren. Auch sie wissen, dass das Potenzial hier im Westen unbegrenzt ist. Die Menschen strömen in den Westen und siedeln sich an. Neue Städte wachsen und gedeihen. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist, sagt Johannes. Ja, schreit schneller. Um fortzufahren, steht uns ein Hindernis im Weg. Sie sind sicher schon unserem direkten Konkurrenten, der Denver and Rio Grande Railroad, begegnet. Um weiterzukommen, müssen wir den Raton Pass im Südwesten überwinden. Unser teuflischer Konkurrent hatte die gleiche Idee, also werden wir ihn vertreiben müssen. Im Norden des Passes gibt es ein Lager, von dem aus wir in die Berge vordringen wollen. Die Denver and Rio Grande muss weichen. Vertreibe sie, wie der Rauch vertrieben wird.
wie das Wachs zerschmilzt vom Feuer. So müssen umkommen die Gottlosen vor Gott. So heißt es in den Psalmen. Ach, guck mal, hier oben. Da müssen wir anschließen. Okay, ihr Lieben, wir machen aber erstmal einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Tschüssikowski.